Gucken gehen. Jo. Das ist aber auch das Schwerste, was es ungefähr gibt, ne? Ja, ihr seht die Macke, da, dort. So, krass. Enger dran, guck mal, ob du durchkommst. Ich sehe da nichts, wo? Sorry. Da ist blank. Ohne Blut sowieso nicht. Ah, okay. Ja. Ja. Schätze mal, dass du durchkommst. Das ist 1,5 mm, oder? Ja, aber. Das ist. Gehärtet. Nein, das ist. In der Feuer. Okay, das ist ein bisschen gebrannt. Weichgekühlt, oder? Ja, weichgekühlt. Okay. Aber zum Beispiel auch diese pakistanische Kette ist sehr, sehr weiches Stahl. Ja. Und das, was ihr normalerweise nimmt, schon, aber das hier ist ein bisschen zu weich gekühlt und vielleicht ein bisschen durchgebrannt. Ja. Okay. Mal gespannt. Gleich ein Geld nehmt, vielleicht ganz anderes Ergebnis. Wir hätten einen Topf verlangen können. Ist doch cool. Ja. Ja, einfach klack. Ich hatte nicht gedacht, dass der Tag heute so spannend wird. Hast du Schaden an den Boden? Nee. Ja, ist so gut. Kettenhemd ist noch ganz, Beuß ist noch ganz. Es ist schon interessant, dass das Schied zwischen einem 5-Dionis-Kettenhemd und einem 13-Dionis-Kettenhemd ist schon sehr erheblich. Ne? Die wiegen schon was anderes. Because Roman male is very, very light. Very small rings, and I think the wire is quite thick as well. And? Can you find where it hit? No, I would say this direction, somewhere here.
Yeah. I think there. Here. There. Yeah. Yes. Ah, oh, man sieht, das ist performt, ist aber. Yeah. Performt? Ja. Yeah. Also der Ring ist schon gedehnt, aber yeah. Ausgerissen. Ja, yeah, ist verformt. Das ist eine von den Sachen, wo diesen. Kannst du das mal zeigen? Isaac, can you show it a bit? Ja. Which one? This here. Okay. And it pushed this. It deformed it. Yeah. And this one was in here as well, I think. Yeah. Like that. Also einen hat hier direkt drauf gekriegt. Irgendwas hat abgekriegt. Woher? Einen hat direkt drauf gekriegt. Oh yes. There we go. Like that. What? See that? You see a mark there, and you see a mark here, and here. Yeah, it's gonna say. Gutes Kittenhemd. Ja. Das merkt man. Das ist ja 15. Das ist die Baumkircher Armbrust. Ja. Also. Ein Armbrust aus dem 15. hat auch 500 Kilo Zuggewicht. Wir haben eine neue Methode. Also das heißt, da schaut es vermutlich ganz anders aus. Ne? Aber wie auch immer. Es ist. Ja, aber für eine 13. Jahrhundert Armbrust wäre das jetzt ein guter Vertreter von der Stärke her? Ich denke ja. Also mit den 200 Kilo bist du einigermaßen gut drauf. Sehr schön. Von Zuggewicht. Ja, vom Zuggewicht. Weil ja. Das ist ein spätes Modell eigentlich. Genau. Im Grunde, macht er das Gleiche. Richtig, ja. Rainer, willst du probieren? Ich habe so Theorie, das hält. Dankeschön. Und? Yeah, here is a mark. Yeah. Okay. Next to the rivet. Yeah. Wow, so much damage. Andere Spitzen. Dann geht's. Yeah. try a very sharp flat leaf point. Yeah.